Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Ja, gestern kam leider keine Folge, das hatte den Grund, dass ich privat zu tun hatte am letzten Wochenende und deswegen nicht aufnehmen konnte. Deswegen nehme ich mir heute mal wenigstens für eine Stunde Zeit, also für drei Folgen, dass es nicht ganz so sehr abreißt. Also keine Sorge, es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie keinen Bock mehr hatte hier drauf. Sondern einfach, dass ich keine Zeit zum Aufnehmen hatte. Ja. Kommen wir zurück zu unserem Problemchen hier, was wir haben. Also erstmal das Problem, dass wir viel zu viele Zwerge haben. 63 an der Zahl. Ich habe aber mir mittlerweile die Mühe gemacht, sie alle zu benennen, also ihnen Jobs zuzuweisen. Und wir haben auch einen Neuzugang. Irgendwo hier. Und zwar unseren ersten Toolmaker. Den wir hatten. Also ja, wir haben endlich mal Mechanik. Aber wo ist er denn? Finde ich dich jetzt noch? Oder bist du auf der anderen Seite? Da oben ist Giga Games, der ist übrigens falsch geschrieben, der ist klein geschrieben. Ja, genauso wie ich Rambo Sambo klein geschrieben habe da oben. Das muss ich nachher noch anpassen. Aber der müsste hier auch irgendwo sein. Außer ich bin blind und sehe gerade nicht. Ah, da ist er ja. Der Dirne, unser neuer Toolmaker, genau. Hat mich vor kurzem angeschrieben und wollte auch in... Also hat einen Kommentar hinterlassen, dass er auch gern Zwerg sein möchte. Okay, jetzt aber zurück zum Serious Business. Oder zu unserem großen Problem. Höhlensysteme. Ich schätze mal... Diese Etage hier können wir vergessen. Das heißt, wir müssen alles ab dieser Etage aufwärts nutzen. Das könnte ein Spaß werden. Also auch hier. Und hier. Und eben hier. Und wir müssen sogar wahrscheinlich auf dieser Etage den Platz nutzen, den wir da haben. Wahrscheinlich werden wir hier unsere Farben anlegen. Weil hier sind die Räume nicht ganz so geeignet. Die Frage ist, was können wir in die Räume reinpacken? Ja, hier könnten wir wirklich unsere Bürokratie bauen. Also, wenn ich Workshops gehe, hier unsere... Nicht unsere Manufaktura Dwarvi... wie heißt das nochmal? Dwarvika, also unsere ganzen Workshops für die wichtigen Sachen. Also die High-End-Sachen, die später kommen. Hier auch der Toolmaker. Sondern eben solche Sachen wie die Gildenhallen. Und die... Ja, wahrscheinlich auch die ganzen Marktstände hier unten. Aber wahrscheinlich auch Bibliothekssachen. Also, wo ist denn die Bibliothek eigentlich? Die müsste weiter oben sein. Tetchery, Bowcarver, Greater Diary, Pottery... Ich finde gerade irgendwie die Bibliothek nicht. Also die Library. Guild Hall ist klar. Brauchen wir Non-Economic Blocks dafür, aber das können wir später machen. Embassy, die könnten wir auch hier oben hinbauen. Irgendwo. Nehmen wir einfach hier, gucken wir, was wir aus den Räumen machen können. Was ich aber jetzt gerade suche ist... Ach, da ist die Library Section bei Bibliotheca. Also da in der Library. Die können wir dann auch hier oben hinsetzen.
Ja, denke ich mal. Wenn nicht, was könnten wir hier oben noch machen? Ja, ich könnte, oder wir könnten theoretisch hier oben einen Stockpile machen für Lebensmittel und zwei Küchen und zwei Butcheries hinstellen. Und hier unten eben die Brauereien mit den Pflanzen. Und könnten das hier alles löschen und das hier hinten vergessen einfach. Das wäre so eine Möglichkeit, was wir machen könnten. Ja. Das heißt, auf diese Ebene werden wir wahrscheinlich unseren Speisesaal und die ganzen Zimmer stellen. Auf die Ebene kommt wahrscheinlich die Kaserne. Oder die könnten wir auf die Ebene stellen, die Kaserne. Da ist nämlich das hier erreichbar. Das hier ist unser Fallengang. Der kommt hier hin. Also ja, oder auch von da aus können wir dann irgendwie das hier erreichbar machen. Also das hier. Oder machen es einfach von hier oben aus erreichbar. Das kriegen wir irgendwie noch hin. Denke ich mal. Hier, was könnten wir hier hin machen? Oder wir machen hier unsere Kasernen hin. Und machen hier oben unsere Manufakturen hin. Wobei hier ist der Platz. Ja, doch, er müsste eigentlich gerade so reichen, der Platz. Hoffe ich mal. Weiß ja nicht. Probieren wir einfach mal aus. Designation Minern. Also 3 entfernt. So, dann 1, 2, 3, 4, 5 frei. 1, 2, 3, 4, 5 frei. Ein Gang, so. Und dann noch mal 5. Ja. Also ja, wir könnten auf jeden Fall eine Halle, aber die Lager müssten wir einseitig machen. Hier unten wäre dafür auf jeden Fall mehr Platz. Denke ich mal. Also das wäre das Lager. Dann hätten wir hier die Haupthalle. 1, 2, 3. Und hätten hier den zweiten Flügel der Haupthalle. Dann kommt das nächste Lager. Wieder 1, 2, 3, 4, 5. Hier hin. So. Würde hier unten auch nicht reichen. Nee. Das heißt, wir machen einseitiges Lager. Das würden wir hinkriegen. Oder haben wir noch eine andere Ebene, wo mehr Platz ist? Weil dann könnten wir hier was anderes hinmachen. Hier wäre der meiste Platz. Also hier wäre richtig schön viel Platz. Und hier ebenso. Ja, und hier ist nichts mehr. Hier geht nichts mehr. Okay. Nö, dann würde ich sagen, hier machen wir Privatzimmer. Hier machen wir unsere Handwerkshallen hin. Denn hier ist genug Platz dafür. Definitiv genug Platz dafür. Und ja. Können wir uns immer auch überlegen, was wir hier hin machen. Hier kommt der Fallengang hin. Hier kommt eben.
Wir könnten auch hier die Schmieden hinmachen und hier dann Training, eben die Baracken. Ja, weil hier hätten wir mehr Platz für die Schlafbaracken, definitiv. Und hier war es ja geplant, dass wir hier das... dass wir hier die ganzen Händlergilden hinpacken, genau. Genau, dann kommen hier oben die Gildenhallen und die Bibliotheken hin. Und dann alles weitere. Ne, halt, hier habe ich ja gesagt, hier baue ich die Nahrungsmittelproduktion hin. Also wir gucken mal, wie es hier noch mit den anderen Feldern so wird. Wobei das recht schlecht aussieht. Deswegen müssen wir erstmal einen Baubefehl geben. Und zwar brauchen wir groß C. Wir brauchen nämlich Up and Downstairs X. Und zwar hierhin. Ruhighaus Gabbro. Und dann brauchen wir die Designation eins weiter oben. Und zwar Downward Stairway. Weil hier oben wird es dann zu eng eigentlich. Und auch was gescheit zu bauen. Hier ist der Fluss. Hier sehen wir eigentlich an dem Becken schon fast, dass wir hier mehr Lehmboden haben. Und da blutet irgendwas. Okay. Also ja. Hoffen wir das Beste. Wenn nicht, dann holen wir die anderen auch noch aus und machen da super Multi-Farm-Kulturing. So, währenddessen muss ich mal hier unten hingucken. Ach, die bringen gerade das Essen weg. Okay. Ich habe 3 Holzfäller und hoffe mal, dass die auch jeder von denen eine Axt mitgebracht hat. Da liegen ein paar Speere und so rum. Ich hoffe aber mal, dass uns ein paar Äxte gehören. Dass ich meinen Holzfällern nämlich sagen kann, sie sollen draußen mal ein bisschen Rodung betreiben. Wir brauchen nämlich definitiv mehr Holz und mehr Fässer. Und wir können nicht mal alle Bäume abholzen, weil das hier keine Bäume sind, sondern Saplings. Sehr schön. Ah ja, und die wollen eine Diskussion beginnen. Wir brauchen erstmal nichts. Wir haben nur Corpses. Und die Händler werden uns bald verlassen. Okay. Oh, sind die Treppen hier schon fertig? Ups. Gucken wir mal. Jo. Finishing Conversation. Reports. Ein paar Leute sind Hunting und so weiter. Ja, hier die Steinböden. Der Sandstein, der macht uns halt Probleme. Look over documents. Footwear, Illuminations, Crutches, Backpacks, Fish, Leatherwater Skins, Handwear, Amulets and Armor. Ihr könnt Steinrüstungen herstellen. Und ja, das ist mittlerweile möglich. Aber was ich bräuchte, wozu ich keinen Platz habe, oder? Ja, ich looke vorwärts fürs nächste Meeting. Okay, was ich bräuchte, wäre ein Tanner. Nicht Mechanik. Wo ist denn der Tanners Shop in? Wäre eigentlich ein
Building placed. Ha, was ist denn da gebaut? Also erstmal baut mir hier einen Tenner hin. Ach so, das ist der Butcher Shop, der hier steht. Okay. Na gut. Okay, die embarken gerade zu ihrer Reise. Genau, da sind schon die ersten Karren, die gerade beladen werden. Ich hoffe mal. Ja, die können raus, können sie auf jeden Fall. Crane? White Animal? Ach, ein Kranich. Ja, gut. Na, was ist los mit euch? Ihr wolltet doch embarken und gehen. Ja, haben embarked on the journey. Ich hoffe, das geht jetzt nicht auch wieder schief, weil das irgendwie verbuggt ist. Du buddelst fleißig da oben. Das sind immer noch nur Designations. Also werde ich mal ein bisschen Gang freilegen. Ja, machen wir das Ganze so. Drei frei. So. So. Und so. Ziehen das Ganze jetzt ein bisschen tiefer. Machen daraus mehrere Räume. So viele, wie wir da eben hinquetschen können. Wie viel habe ich jetzt? Drei Platz gelassen. Ach, ich sollte vier Platz lassen, dass es ein bisschen besser aussieht. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Und hier auch noch. Das sollte klappen. Wobei ich kann ja noch mehr Räume hier unten hinmachen. Also ich könnte theoretisch das war jetzt zu viel. Hier um die Ecke gehen. Ja, da komme ich locker vorbei. So. Könnte. Hier müsste okay sein. Bin ich in der Mitte? Ja. Gutes Auge. Hier noch welche hinmachen.